Nun zur Zusammenfassung dieser Unterrichtseinheit. Das Java SEJK, was Sie über die Java Website laden können, kostenlos laden können, enthält im Prinzip alle benötigten Werkzeuge zum Entwickeln und Ausführen von Java-Programmen, nämlich die, insbesondere den Java-Compiler JAVAC und den Java-Interpreter Java. Aber Sie werden schnell merken, dass die Arbeit mit diesen Standardwerkzeugen relativ umständlich ist, insbesondere wenn die Programme hinterher größer werden und man mit Tausenden von Klassen zu tun hat. Und dann ist es quasi unumgänglich, eine spezielle Entwicklungsumgebung wie Eclipse zu installieren und zu benutzen. Mein Tipp: Fangen Sie gleich mit einer Entwicklungsumgebung an und schauen Sie sich insbesondere halt diese Eclipse-Entwicklungsumgebung an, weil sie wirklich sehr mächtig ist und sehr hilfreich und nicht besonders kompliziert auch zu benutzen. Es gibt da kompliziertere. Was sind Java-Programme? Java-Programme sind immer Klassen, wobei der Klassenname auch der Java-Programmname ist. Und es gibt eine besondere Funktion, Prozedur, die Public Static Void Main-Funktion, die Anweisungen enthält. Und beim Start, beim Aufruf eines Java-Programms wird diese Main-Funktion aufgerufen und die im Funktionsrumpf enthaltenen Anweisungen ausgeführt. Die entspricht also der Main-Prozedur im Hamstermodell. Für die Ein- und Ausgabe in Java sollten Sie die von mir definierte Klasse I.O. benutzen. Für die Ausgabe kann man alternativ auch System.out.print oder println benutzen. Aber die Eingabe mit Standard-Java-Mechanismen ist nicht so einfach, weil da braucht man schon weitergehende Konzepte, die dann aber erst in späteren Unterrichtseinheiten behandelt werden.